Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Heute fängt die erste Folge von 25 an mit Gunsmith oder auf Deutsch Büchsenmacher. Wie baue ich meine Gunsmith-Waffen in Escape from Tarkov, damit ich sie beim Händler abgeben kann? Heute Folge 1. Wenn ihr nur wissen wollt, wie sie gebaut ist, ganz zum Ende skippen. Ich halte diese Videos unter 3 Minuten, so dass ihr nicht so viel Aufwand habt. Einfach gucken könnt, abgeben könnt, weiterspielen könnt. Viel Spaß damit, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und wenn ihr mir live zuschauen wollt, die Drops sind aktiv. Viel Spaß! Gunsmith 1 ist im Prinzip eine der einfachsten Aufgaben, die ihr vor euch habt. Ihr müsst eine MP133 modden, so dass ihr bei Mechanic abgeben könnt. Alles, was ihr tun müsst, ist gucken, dass der Gesamtrecoil unter 850 ist. Er möchte 47 Ergo auf der Waffe haben, ein Laser, das ist der TBL, den habt ihr bei Skier Stufe 1. Und das Ganze soll 4 Slots sein. Wie ihr das macht, ist relativ einfach. Ihr kauft euch einfach die MP133 bei Jäger für 23.000. Dann geht ihr zu Skier. Bei Skier bekommt ihr einmal den RK6 für euch, für die Ergo. Den TBL für 5.000. Braucht ihr nur Level 1, braucht ihr keine Tricks machen, kein gar nichts. Und das Einzige, was ein bisschen knifflig sein kann, ist aber einfach, bei Mechanic bekommt ihr die Rails für eine HDD. Und wenn ihr die Ground Zero Quest und andere macht, dann findet ihr eine HDD automatisch. Die tauscht ihr dann. Das haben wir schon gemacht. Der Waffenbild sieht dann so aus. 4 Slots, genug Ergo, ausreichend Recoil, nicht zu viel. Und dann gebt ihr sie ab. Hab relativ früh wieder ein paar XP, hab ein bisschen Trader gelevelt. Kriegt ein, zwei Sachen hier, 10.000 Rubel, kriegt ihr noch Screw Nuts und Bolts. Und dann könnt ihr euch um die nächsten Sachen kümmern.